etwas traurig. Was ist passiert? In einer dramatischen Geschichte hätte ich mir kurz vor meinem Durchbruch die Hand brechen müssen. Oder hätte aufgrund meiner Herkunft oder meines Namens abgewiesen oder durch Intrigen zu Fall gebracht werden müssen. Doch nichts dergleichen geschah. Ich übte wie besessen, wurde immer besser, richtig gut. Aber es passierte nichts. Nie hörten mich die Richtigen. Ich war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Können Sie sich vorstellen, was es für ein Gefühl ist, ständig kurz vor dem Durchbruch zu stehen? Nur einen Abend davon entfernt zu sein, über Nacht ein Star zu werden? Zu sehen, wie andere, nicht talentiertere Spieler an einem vorbeiziehen, weil einem selber das letzte Quäntchen Glück fehlt? Schrecklich. Für jeden Stern im Rampenlicht gibt es ein Dutzend Lichter, die verglühen und mit jedem Monat schwächer leuchten. Ich wollte keiner dieser Gestalten sein, die ihren Träumen hinterherhängen, nicht einsehen, dass sie unerreichbar geworden sind und damit ihr Leben verschwenden. Wenn ich schon nicht das Leben bekam, das ich mir selber erträumt hatte und das meine Familie von mir erwartete, so wollte ich das nächstbeste Leben. Und das ist das hier? Das nächstbeste Leben? Villen, Limousinen, Partys, alles, was man sich wünscht. Nur, dass nichts davon mir gehört. Die Lady hat sie einen Schmarotzer genannt. Ein hässliches Wort. Aber vielleicht nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ich bewege mich unter den Schönen und Reichen, führe auf den ersten Blick genau das Leben, das mein Vater sich für mich gewünscht hat. Ein sorgenfreies Leben, unbeschwert. Und ich spiele Geige, was ich immer geliebt habe. Aber so ist es nicht. Es ist hohl. Mein Leben ist nur eine Hülle, eine Show. Und jeder weiß es. Ich habe mal was anderes geliebt und dafür gebrannt. Aber jetzt, die Geige ist nur noch ein Accessoire, um meinen eigentlichen Beruf ausüben zu können. Und Ihre Familie? Wie könnte ich Ihnen unter die Augen treten? Ein gescheiterter Geiger, der aufgegeben hat? Ach Mensch. Erst habe ich den für doof gehalten und für, ich weiß nicht, schnippisch, hochnäsig, was auch immer, aber jetzt, ach, weckt er sogar richtig Sympathien. Wie soll es mit Ihnen weitergehen? Ist das nicht eindeutig? Meine Hände beginnen zu zittern vom Alkohol. Was bleibt, wenn ich mein blendendes Aussehen verliere? Dann habe ich nichts mehr und werde Schluss machen. So etwas dürfen Sie nicht sagen. Mit der Pistole meines Vaters. Ich habe sie immer bei mir. Sie ist weg. Ach, das Schicksal gönnt mir wohl nicht einmal einen schnellen Tod. Meinen Sie nicht, dass Sie es vielleicht doch noch schaffen können? Nein, zu spät. Die eigentliche Frage ist, habe ich damals zu schnell aufgegeben? Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Herr Kreuzer. Mein Gott, hör auf zu trinken. Dann hören auch die Hände wieder auf zu zittern. Ich lasse ihn mit seinen düsteren Gedanken ungern allein. Aber mir fehlt die Zeit, mich um ihn zu kümmern. Menno. Gut, du hast jetzt vieles, vieles aufgeschrieben. Kabine der Baronin betreten. Ich muss in die Kabine der Baronin gelangen und ihr Geheimversteck öffnen. Ja, von mir aus. Außerdem meine Rolle, das war alles noch Adil und das hier ist jetzt theoretisch sie. Alex. Nein, das ist noch Adil. Und dann kommt sie. Oh, ein Chaos. Alex, sie ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Diesen Satz habe ich nie verstanden, bis Alex mir passiert ist. Es ist ein seltsames Gefühl. Man hat plötzlich das Gefühl, dass einem ein anderer genauso wichtig oder wichtiger ist als das eigene Leben. Plötzlich denkt man nicht mehr als erstes, was will ich, sondern was will sie? Oder noch besser, was wollen wir? Wir haben uns in Südfrankreich kennengelernt. Die reiche Tochter aus gutem Hause und der arabische Kellner in ihrem Hotel. Wir beide waren nicht das, was wir vorgaben und haben das schnell bemerkt. Man erkennt seinesgleichen. Patricia Myers war die Rolle, die sie auch damals schon gespielt hat. Sie mag Patricia, glaube ich. Alex ist sehr klug und Patricia Myers bedeutet Urlaub von dieser Intelligenz. Adil. Was ich an ihm mag, ist nicht an erster Stelle sein gutes Aussehen. Auch nicht, dass er ein geschickter Dieb ist, dass er clever ist, dass er mich liebt. Es ist sein Wesen. Er hätte viele Gründe, verbittert oder zynisch zu sein.
Doch er ist es nicht. Er genießt das Leben. Er sieht das Positive in allen Menschen und in jeder Situation. Er ist bescheiden. Er kann sich über kleine Dinge freuen. Ich habe nie über Kinder nachgedacht, bis ich ihn getroffen habe. Er wäre ein fantastischer Vater. Er würde unseren Kindern beibringen, positiv auf das Leben zu schauen, sich nicht von den Umständen erdrücken zu lassen. Er würde ihnen alles mitgeben, um ein zufriedenes Leben zu führen. Unser Plan ist einfach. Ich tausche unbemerkt das in London gestohlene Auge der Sphinx gegen die Triplette aus. Inch wird vielleicht einen kurzen Blick auf den Stein werfen, aber er wird keine Gelegenheit haben, ihn genau zu prüfen und somit hoffentlich nicht bemerken, dass die Steine vertauscht wurden. Den zweiten Stein holen wir uns in Kairo. Inch wird glauben, alles im Griff zu haben. Bis er seinen Irrtum bemerkt, sind wir über alle Berge. Patricia Myers ist einer meiner Lieblingscharaktere. Eine hübsche Tochter aus gutem Hause. Niemand traut denen auch nur das Geringste zu. Es gibt nur ein Problem. Leute, die Patricia für dumm halten, obwohl sie nicht kennen, ärgern mich manchmal so sehr, dass ich sie auflaufen lasse. Eine dumme, verwöhnte Blondine, die immer mal wieder clevere Antworten gibt, das ist nicht optimal. Daran muss ich arbeiten. Es ist erstaunlich, Patricia bringt Leute dazu zu reden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie für harmlos halten. Vielleicht wollen sie sie schockieren. Aber es passiert mir immer wieder, dass mir Leute ihr Herz ausschütten, wenn ich Patricia spiele. Als Alex kommt das viel seltener vor. Da begegnen mir die Menschen eher mit Respekt. Oder sogar Vorsicht. Nun, das gibt mir zu denken. Mir schütten nämlich auch viele Leute ihr Herz aus. Gut, da rein möchte ich noch nicht. Die Waffe, siehst du, die ganze Zeit hat Zellner den Kreuzer im Auge gehabt. Ach, Mensch. Dabei will er mit der Waffe nur Selbstmord begehen. Also was heißt nur, aber er hat nichts Böses im Sinn. Ach, gut, wo? Geh hinunter, nein, das will ich nicht. Die Dreckecke, nein. Zwei knackige Matrosen stehen an einem Tisch und studieren eine Seekarte. Gut, dass sie beschäftigt sind. So kann ich mich hier oben ungestört umschauen. Genau, mit Zellner ging hier oben nicht viel, aber vielleicht können wir mit ihr was. Sollte jemand die Brücke verlassen, werde ich so tun, als würde ich die Sterne beobachten. Und wenn gar nichts anderes hilft, lasse ich meinen Charme spielen. Ja, tu das. Was ich sagen wollte, mit Zellner ging hier oben nicht viel, aber eigentlich muss hier ja noch irgendwas sein, oder nicht? Ein Fähnchen. Ja. Steht auf dem Stock steif. Kein Stoff. Keine Ahnung, was das für ein Fähnchen ist. Aber der Stab, an dem es befestigt ist, könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Er ist etwa 80 cm lang und sieht recht stabil aus. Dann nimm ihn mit. Ja, der hält was aus. Aber zum Herumschleppen ist er zu unhandlich. Na toll. Gut, jetzt hat die den da geparkt. Benutze Stab mit... keine Ahnung. Mit was? Entschuldigung. Können wir den Stab... Ich könnte das Badetuch an den Stab knoten, den Stab im Lüftungsschacht über die Öffnung legen und mich dann am Tuch abseilen. Klingt wie ein Plan. Genau, so kommen wir in die Kabine, ohne die Tür zu benutzen. Zellner hat doch schon gesagt, der Lüftungsschacht. Benutze Stab mit... breche die Abdeckung auf. Nein, es gibt keine Lücke, in die ich den Stab stecken könnte. Die Abdeckung lässt sich nicht aufhebeln. Okay. Ein Klassiker. Die Diebin steigt durch einen Lüftungsschacht ein. Sollte es so einfach sein? Eine Diebin? Die Frau ist mir... Nein, ist es nicht. Die Abdeckung ist festgeschraubt. Sympathisch. Gut, festgeschraubt... mit dem Penny? Der Penny könnte die richtige Dicke haben.
Der Penny passt gut in den Schraubenschlitz. Aber ich habe nicht genug Kraft in den Fingern, um die Schraube zu lösen. Na, wir können das doch noch mit der Zange, hey. Das ist es. Ich klemme den Penny ein und habe damit eine Art improvisierten Schraubenzieher. Genau. Und jetzt nochmal. Also schön. Und auf einmal geht's ganz leicht. Das war's. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das der richtige Schacht ist. Theoretisch. Benutze Stab mit... Ach, jetzt also los. Gehen wir schon rein. So viel zum Thema weiter umgucken. Jakob Aust. Endlich habe ich dich. Ich werde dich verhaften lassen und ich werde dich vorführen. Wie bitte? Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Sie können mir aus dem Weg gehen. Soll ich aufräumen, Madame? Nein, es ist Zeit zu feiern. Ausgezeichnet. Ich habe freie Bahn. Okay, das ist jetzt der Moment, bevor sie dann betäubt, duselig zurückkommt. Am liebsten würde ich die Kette vorlegen. Jeden Augenblick kann jemand durch diese Tür kommen und mich erwischen. Aber es ist wichtig, keine Spuren zu hinterlassen. Inch darf uns auf keinen Fall auf die Schliche kommen. Ich sollte mich lieber beeilen. Ja, wir verlassen die Kabine aber nicht dadurch. Stattlich. Für den kleinen Durst unterwegs. Ja. Gut, was haben wir hier alles? Gin, Whisky, Likör, Sherry, Wodka, Branntwein und Champagner. Alle Flaschen sind mindestens zur Hälfte leer. Aber ob die jetzt wirklich so ein Schluckspecht war, bezweifle ich. Ich frage mich, wovor die Baronin wegläuft. Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer. Servietten und Tücher, kein Stein. Muss ja auch nicht in den Schubladen liegen. Korkenzieher, Flaschenöffner, Untersetzer. Nichts weiter. Okay, und hier ist auch nichts anzugucken. Ein passendes Glas für jede Gelegenheit. Die meisten sehen allerdings ziemlich unbenutzt aus. Vermutlich vernachlässigt die Baronin Stil und Etikette, wenn sie für sich alleine trinkt und benutzt immer dasselbe Glas. Oder die Flasche ohne Glas. Was ist das? Ein kleiner Lederriemen. Aha. Oh, ein Mechanismus. Nofretete, Guernica, AD, Buonarrotis Adam. Das könnte eine Gedächtnisstütze der Baronin sein. Und auch eine Erklärung, wie Inch auf die Kombination gekommen ist. Ich schreibe die Hinweise auf. Wie ich die Sache sehe, muss ich mindestens 3 Begriffen ein Symbol zuordnen. Das 4. Zeichen könnte ich durch Ausprobieren ermitteln. Tja, Nofretete war eine ägyptische Königin. Das Monogramm und die anderen beiden Begriffe sagen mir nichts. AD, Anno Domini, eine Jahreszahl? Eventuell? Für mich sieht das aus wie ein Kombinationsschloss. Eine herrliche Arbeit. Man muss die 4 richtigen Symbole einstellen, damit sich die Tür öffnet. Es sind die Umrisse von Tieren abgebildet. Ein Hund, eine Katze, ein Bär, ein Hahn und einige mehr. 8 Symbole pro Walze. Das bedeutet über 4000 mögliche Kombinationen. Super. Wird ein Klacks. Wenn ich 3 der 4 Symbole kennen würde, könnte ich das 4. Symbol ganz einfach durch Ausprobieren herausbekommen. Aber solange ich nicht mindestens 3 Symbole kenne, komme ich hier nicht weiter. Wenn ich 3... Aber ja, ist okay. Ich möchte wetten, dass sich das Auge der Sphinx hinter dieser Tür verbirgt. Nur wird wohl kaum jemand dagegen halten. Wir werden das schon rauskriegen. Die Tür ist verschlossen. Ich muss die richtige Kombination finden, um hier weiterzukommen. Ja. Lass das Fach mal sein. Wir haben hier noch mehr anzugucken. Ach, hier kommt man nicht mehr vor und konnte man da noch reingucken. Gut, erstmal raus hier und
Sie hat sich ein bisschen was aufgeschrieben. Da würde ich gerne nochmal nachschauen. Wow. Wenn dann hier. Genau, ich muss nicht. Der Lüftungsschacht wäre eine Möglichkeit, aber er ist verschraubt. Adil hatte recht. Um das Geheimversteck zu öffnen, muss ich eine Kombination eingeben. Vielleicht kann ich vom Allgemeinwissen der anderen Passagiere profitieren. Aha, also weiter die Leute. Sie schien ein bestimmtes Foto gesucht und dann auch gefunden zu haben. Bequatschen. Jakob Aust, jetzt habe ich dich, sagte sie. Wir haben uns im Vorfeld die Passagierliste besorgt, aber der Name sagt mir nichts. Tja. Hunderte Schwarz-Weiß-Fotos, viele davon angelaufen. 20er, 30er Jahre, schätze ich. Ich habe nicht die Zeit, mich mit ihnen zu befassen. Auch nicht, wenn es dir helfen könnte. Oh Mann. Meine Kleider könnte die Puppe vielleicht tragen. In den Kleidern der Baronin würde sie verschwinden. Als Kind habe ich oft vor Schaufenstern gestanden und versucht, genauso still zu stehen wie die Schaufensterpuppen. Wenn mir langweilig wurde, habe ich behauptet, eine der Puppen hätte geblinzelt und habe mich zum Sieger des Wettkampfs erkoren. Hm. Ah ja, wer zwinkert zuerst? Das Spiel kenne ich. Ich glaube, selbst Adil würde das Bild nicht für echt halten. Er interessierte sich zwar schon für Kunst, als wir uns kennengelernt haben, aber ihm ging es immer nur um den Inhalt, nie um die Technik. Ich musste ihm erst mühsam beibringen, auf den Strich, das Material, die Handschrift des Künstlers zu achten. Nur so kann man ein Original von einer Fälschung unterscheiden. Mir ist es egal, wer ein Bild gemalt hat, solange es mir was sagt, meinte er. Eine Haltung, die ich als Kunstdiebin natürlich nicht gutheißen konnte, aber auch irgendwie charmant fand. Kunstdiebin, okay. Jetzt wissen wir, was ihre Berufung ist oder ihr Job. Nein, ich bin mir sicher, das Auge ist im Gepäck der Baronin. Ja, das haben wir ja schon herausgefunden. Herrje, da gibt's aber doch noch mehr Gepäck, oder? Zum Glück musste ich nicht jeden dieser Koffer durchsuchen. Inch muss seit Monaten mit dieser Frau durch halb Europa reisen. Er kann einem fast leid tun. Fast. Fast, genau. Ich bin hier, um einen der wertvollsten Edelsteine der Welt zu stehlen, nicht den Inhalt von Handtaschen. Nein, aber vielleicht wäre darin ein Hinweis. Ach, Mausi. Ich suche doch nur einen Hinweis. So, verlasse die Kabine, aber bitte mit dem Handtuch und nicht durch die Tür. Nein. Besser, ich verlasse die Kabine, wie ich sie betreten habe. Jemand könnte mich beobachten, wenn ich aus der Tür spaziere. Ja, sag ich doch. Okay, das Allgemeinwissen der Passagiere kann uns helfen. Ah. Handschuhe, das ist Dr. Gebhardt und der hat hier diese Dinger ausgetauscht wegen dem Schuss. Das war knapp. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Das gefällt mir nicht. Ist noch jemand anderes hinter dem Auge her? Aber selbst wenn, was hat das Tonband damit zu tun? Der Schuss. Ich darf mich nicht verrückt machen lassen. Ich habe eine Aufgabe. Wow, das war wirklich knapp. Und dein Handtuch ist jetzt weg. Sehe ich das richtig? Aber der hat nicht gemerkt, dass die Klappe aufsteht. Vielleicht war es ein Steward, der geprüft hat, ob alles für die Nachtruhe der Baronin vorbereitet ist. Wer immer es war, ich sollte hier so schnell wie möglich verschwinden, bevor er noch zurückkommt. Ja, aber... Die Luke lässt sich nicht mehr anklicken. Oh mein Gott. Schiebe den Stuhl unter die Öffnung. Ah, alles klar. Dann nichts wie raus hier. Fürs Erste.
haben doch da noch die ganze Nacht, oder? Der Doktor erklärt sie für tot und... Das war's dann. Wir gehen jetzt erstmal hinunter und befragen die Passagiere. Ein kleiner Plausch unter Freunden. Da hinten sind Lucien und die Dame. Mit denen würde ich nur ungern darüber reden, weil der könnte was spitz kriegen. Dort dürfte es zum Frachtraum gehen. Nicht weiter interessant für mich. Da ist der Zellner drin. Naja, Nebendeck. Nein, da gehen wir noch nicht wieder hin. Hier ist dieses Spiel. Boule, Curling, Shuffleboard. Das ist sich alles sehr ähnlich. Insoweit, als es mich nicht interessiert. Ja. Mit den richtigen Leuten macht es zwar manchmal Spaß, aber... Professor Lucien könnte mir sicherlich alles erzählen, was es zu Nofretete zu wissen gibt. Aber er könnte sich auch erinnern, dass ich in London in seinem Museum war. Besser, ich spreche ihn nicht an. Richtig. Professor Lucien, aber... Hab ich ja auch schon gesagt, nicht, dass der misstrauisch wird. Der ist ziemlich, schlau und... Er trägt ja das andere Auge mit sich, also... Nee, lieber nicht. Nofretete würde ich die Katze zuordnen, wegen Ägypten, heilige Tiere und so. Oh nein, ist der jetzt weg? Unser Geiger, hallo, Geigerlein, Kräuter. Geigerlein ist weg, dann gehen wir mal wieder rein. Nee. Genau, es waren die Schuhe, es war die Hose und es waren Handschuhe. Dr. Gebhardt konnte sich wohl von seiner Arbeit losreißen. Sonderlich entspannt sieht er aber immer noch nicht aus. Im Gegenteil. Und warum geht er nicht in den Salon? Tja, gute Frage.